Do you hear the people sing, singing a dum 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 dum? Ja, hallo und herzlich willkommen bei Les Miserables. Wir sind hier direkt bei Book of Unwritten Tales. Mir ist es direkt nach der Folge ist es wieder eingefallen, damit war es echt leicht zum Singen. Aber gerade diese, kennt ihr das auch, wenn man direkt in der Aufnahme drin ist? Und man sich überlegt, scheiße, wie ging das jetzt nochmal? Und es einem einfach nicht einfällt. Gut, wir können hier inzwischen übrigens auch sehen, wie hier dieses... Das hier sieht aus wie eine Klappe. Hallo? Oh. Sprichst du etwa mit dem Feind? Okay, da wissen wir schon, wer die Protestlerin ist. Keine Frage. Wer seid ihr denn? Mein Name ist... Psst. Wenn du jedem Agenten der Regierung unsere echten Namen verrätst, gefährdest du die ganze Organisation. Wie wollen wir uns nennen? Mein Name ist, Peter. Nein, Paul. Neben mir steht, J. Punkt. Dein Name ist Paul? Aber du bist doch eine Frau. Geschlecht ist eine von den patriarchischen Gesellschaftseliten antrainierte Fiktion. Oh, das wusste ich nicht. Oh, nein, nicht schon wieder so eine Debatte. Okay, das reicht doch, wenn schon Polizisten irgendwie in Universitäten kommen müssen. Für was protestiert ihr denn? Wir protestieren gegen Ausnutzung, gegen Diskriminierung, gegen Armut und gegen die Zerstörung der Umwelt. Wow. Das sind wirklich alles wichtige Themen. Was wollt ihr unternehmen? Wir tun doch schon was. Wir fordern, dass sich etwas ändert. Wir haben eine Unterschriftenaktion gemacht. Und wir stellen einen Forderungskatalog auf. Es gab da einige Verzögerungen wegen der Genderneutralität. Wie weit bist du? Liebe Kämpferinnen, liebe Sympathisanten und Innen, liebe Brüderinnen und Schwestern. Um nochmal auf das Dinge ändern zurückzukommen. Wenn du einen Unterschied machen willst, kannst du gefällt mir auf einen Zettel schreiben und ihn durch die Luke reichen. Dann weiß jeder, dass du unsere Sache unterstützt. Das geht nicht, die können nicht zwei Witze auf einmal machen. Das geht einfach nicht. Liebe Brüderinnen und Schwestern. Ja, aber ja, da sieht man es auch wieder mit den Like-Unterstützungen. Es bringt halt manchmal nichts. Trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ihr unten auf Like klickt. Also, keine Frage. Wenn ihr für Veränderungen und Gerechtigkeit seid, gebt ihr vermutlich Erzmagier Alistair eure Stimme, oder? Die Wahl ist ein Witz. Ein korrupter Politiker wird durch einen anderen ersetzt und im Hintergrund ziehen immer dieselben Leute die Fäden. Bei der Ratsvorsitzenden mag das so sein, aber beim Erzmagier? Big Mana hat ihn doch voll in der Tasche. Genau, der magisch-industrielle Komplex, der auch schon für den Krieg verantwortlich war. Also stellt ihr einen eigenen Kandidaten auf? Ach was, das hat doch keinen Sinn. Wir tun das Einzige, das zum Erfolg führen wird. Wir protestieren. Vielleicht kann ich ja dem Erzmagier einige eurer Forderungen mitteilen und wir schauen, was sich umsetzen lässt. Bringt nichts. Wir fordern, dass in Aventasien niemand mehr ärmer sein darf als der Durchschnitt. Ist das mathematisch nicht unmöglich? Keinesfalls. Wenn jeder Bewohner exakt gleich viel Gold bekommt, ist niemand ärmer als der Durchschnitt. Aber... Wenn jeder die gleiche Menge Gold bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen, warum sollte sich dann noch jemand anstrengen, um das Gold zu verdienen, das dann verteilt werden kann? So etwas kann nur jemand fragen, der zu den reichen Eliten gehört. Habt ihr die Barrikade gebaut? So ist es. Gefällt sie dir? Ja, ist schön. Aber sie versperrt irgendwie die ganze Straße, oder? Wir lassen euch da oben austrocknen, bis ihr uns gebt, was wir wollen. Die Oberstadt wird durch Luftschiffe versorgt. Wir weichen keinen Schritt, bis ihr hungernd und frierend vor uns steht. Aber wir haben genug zu essen. Und wenn mein Hasenschaf nicht immer mein Bett beschlagnahmen würde, müsste ich auch nie frieren. Ich hatte doch gesagt, das funktioniert so nicht.
Wir protestieren hier und ihr könnt nichts dagegen tun. Ich glaube, der Mann wird uns nachher irgendwie helfen. Also, das, ja. Oh, der ist ja echt unter der Fuchtel. Das ist ja unglaublich. Alles klar bei euch in der Unterstadt? Könnte nicht besser sein. Das Feuer des Protests lodert hell. Die Menschen werden zusammengeschweißt durch die gemeinsamen hehren Ziele. Und aus Platzmangel. Psst. Warum habt ihr die Barrikade hier errichtet und nicht oben am Stadttor? Das hätte euch jede Menge zusätzlichen Platz verschafft. Und außerdem wäre dann das Gasthaus auf unserer Seite. So kann man unsere Barrikade besser sehen. Die Eliten sollen zittern vor unserer Entschlossenheit. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Du versuchst offensichtlich, einen Keil zwischen uns zu treiben, Agent. Siehst du? Die Bonzen versuchen, uns zu sabotieren. Sie haben Angst. Das ist ein gutes Zeichen. Ich muss weiter. Möge der Protest niemals enden. Ja, ja, du mich auch. Oh, die Nuss geht ja gar nicht, oder? Okay. Schizologer. Gut, reden wir... Ich hab's Gefühl, das erinnert mich an so einen WoW-Boss. Absolut. Das war dieser eine da... Ach, wo war das nochmal? War das nicht der eine... damals wie heißt zweites Addon? Hier in Burning Crusade, hier der eine Boss im Schattenlabyrinth. Ja. Na, ganz lecker. Okay, reden wir lieber erstmal mit dem netten Remy. Remy sieht müde aus. Ich glaube, der Wahlkampf und die aktuelle Situation in der Stadt machen ihm zu schaffen. Hallo, Remy. Wenn das nicht der neue Star-Professor der Zaubererschule ist, wie war dein erster Tag, Wilbur? Ach, frag lieber nicht. Doch, ich frage aber. Du bist mein Freund und du siehst alles andere als zufrieden aus. Was ist los? Direktor Bloch ist ganz gemein zu mir. Er hat mir viele schwierige Aufgaben gegeben. Die du bestimmt alle gelöst hast, wie ich dich kenne. Ja, aber dann hat er mir noch andere, viel schwierigere Aufgaben gegeben. Und selbst wenn ich die Nacht durcharbeiten würde, könnte ich sie nicht alle erledigen. Niemand könnte das. Interessant und seltsam. Wenn er dich als schlechte Wahl des Erzmagiers darstellen wollte, dürfte er dir keine Aufgaben geben, die ganz offensichtlich nicht zu schaffen sind. Die Leute würden bemerken, was für ein Spiel gespielt wird, und der Trick könnte nach hinten losgehen. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Okay, ja! Ich habe Direktor Bloch im Lehrerzimmer überrascht, als er in einer Schreibtischschublade herumwühlte. Aber als ich ihn angesprochen habe, hat er sich erschrocken. So, als hätte ich ihn bei etwas ertappt. Er wollte nicht, dass du siehst, wie er an seiner eigenen Schreibtischschublade herumhantiert? Interessant, oder? Erst die Sache mit den unlösbaren Aufgaben und jetzt die Schreibtischschublade. Irgendetwas stimmt da nicht. Sehe ich auch so. Ja, das haben wir in der damaligen Folge haben wir das ja auch ein bisschen... Du siehst auch nicht gerade zufrieden aus. Harter Tag? Harte Woche. Ich bin besorgt um die Sicherheit des Erzmagiers. Die Lage in der Stadt ist explosiv. Er ist heute auf offener Straße beschimpft worden, als er unten in einem Feldlazarett nach dem Rechten gesehen hat. Aber das waren nur aufgestachelte Spinner. Ich mache mir Sorgen um den einen Attentäter, der genug Köpfchen, Ressourcen und Willen hat. Jemand wie Direktor Bloch? Schwer vorzustellen, aber nicht auszuschließen. Wir brauchen mehr Informationen. Die Ratsvorsitzende stand oben an dieser neuen Lostrommel und hat einem Reporter die morgige Ausgabe des Ausgucks in den Block diktiert. Ja, sie hat den Ausguck in der Tasche. Miststück. Sehr ehrgeizig, hartnäckig und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Kommt aus einfachen Verhältnissen und hat sich an den alten Van Buren rangemacht. Wollte ihn zu allerlei neuen Geschäften und zu einer politischen Karriere überreden.
Viele sagen, er sei so früh gestorben, weil er endlich seine Ruhe haben wollte. Und wie wurde sie dann zur aussichtsreichsten Herausforderin des Erzmagiers? Der Erzmagier hätte gern, dass wichtige Regierungsposten nicht mehr automatisch an die reichsten Bürger gehen, sondern an die kompetentesten, vom Volk gewählt. Und das schmeckt dem Adel und den Händlern natürlich nicht. Sie spuckten Gift und Galle, als sie davon erfuhren, aber sie konnten zunächst nichts ausrichten. Der Erzmagier war zu populär, unantastbar. Doch dann kam Sibyl van Buren und hatte einen Plan. Man sollte der Wahl zustimmen und ihr ein Jahr Zeit geben. Ein Jahr, in dem sie dem Erzmagier Steine in den Weg legte und seine Politik sabotierte, wo sie nur konnte. Ihr einziges Ziel war es, ihn schlecht aussehen zu lassen. Bei den Göttern würde ich es verabscheuen, wenn sie damit durchkäme. Das ist so eine dumme Nuss. Ja. Wie geht's weiter? Behalten wir Direktor Bloch im Auge und warten ab, was passiert? So kurz vor der Wahl? Ein Unterstützer der Ratsvorsitzenden, der sich verdächtig verhält und das in der Nähe des Erzmagiers? Nein, zu hohes Risiko. Wir können nicht warten. Also, schaust du dir die Sache mal an? Pff, ich würde gerne, aber vielleicht ist genau das ihr Plan. Ein offiziell inoffizieller Mitarbeiter des Erzmagiers schnüffelt im Büro eines seiner politischen Gegner herum. Wäre nicht gut, wenn das herauskäme. Ein Skandal erster Güte. Aber wenn ein Lehrer im Lehrerzimmer ein Formular sucht, ein Lehrer, der in der Schule ist, weil der Direktor ihm dort Aufgaben gegeben hat. Tja, normalerweise würde ich versuchen, dich davon abzuhalten. Aber der Erzmagier ist morgen zu Besuch in der Schule. Wenn seine Gegner etwas planen, müssen wir sie heute Nacht entlarven. Oh. Ich mach's. Ich sehe mich um. Falls ich was entdecke, melde ich mich bei dir. In Ordnung. Aber sei vorsichtig, Wilbur. Okay. Meinst du, dass der Erzmagier die Wahl gewinnen wird? Van Buren hat all ihre Ressourcen genutzt. Mächtige, reiche Freunde, versorgt mit wichtigen Posten. Der Seefels-Ausguck, die einzig verbleibende Zeitung der Stadt. Einfache Slogans, einfache Lösungen, Patriotismus und Ressentiments. Sie sagt den Bürgern, was sie hören wollen. Und dennoch, der Erzmagier wird diese Wahl gewinnen. Jede Stimme für die Ratsvorsitzende und ihre Bande ist eine Stimme zu viel. Aber die Dummheit hat noch nicht gesiegt. Ja. Warum wehrt sich der Erzmagier nicht stärker gegen die Ratsvorsitzende? Warum erzählt er nicht allen von ihren Machenschaften? Er will, dass sich möglichst viele bei der Lösung unserer Probleme beteiligen. Er will keine Lager, die sich gegenseitig an die Kehle springen. Aber ich weiß nicht, ob das gelingt. Die Leute beginnen sich mit den Zuständen abzufinden. Sie geben alles und jedem die Schuld und sie versuchen nicht einmal mehr, etwas zu verändern. Ich habe den Erzmagier danach gefragt und weißt du, was er gesagt hat? Stillstand ist bequem, deswegen bevorzugen ihn viele. Fortschritt erfordert Anstrengung. Was wäre das für eine Welt, wenn es himmelschreiende Ungerechtigkeit gäbe und sich jeder damit abfände, einfach weil Änderungen zu anstrengend sind? Aber hey, ich bin nur eine Ratte. Was weiß ich schon? Die magische Schiefertafel hat mir empfohlen, einen Golem zu bauen. Es ist wirklich eine verzwickte Lage, in der wir hier sind, gerade für den Erzmagier und halt eben diese trottelige Van Buren. Na, die wird noch unser richtig großer Endgegner, glaube ich. Also neben, ja. Erzmagier Alistair hat mir eine magische Schiefertafel geschenkt. Das sieht ihm ähnlich. Er mag magische Spielereien. Vielleicht ist es nicht nur das. Die Tafel hat mir geraten, einen Golem zu bauen, der mich bei der Arbeit unterstützt. Einen Golem? Sie sind sehr stark und er könnte mir viel Arbeit abnehmen. Ja, aber ich denke gerade an etwas anderes. Überleg mal. Wir sind uns darüber einig, dass der Erzmagier der mächtigste lebende Zauberer ist. Natürlich. Niemand könnte ihm mit einem magischen Angriff auch nur ein Haar krümmen. Aber rohe Gewalt? Ein Stein auf den Kopf?
ein Messer in die Rippen? Das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt stell dir vor, er hätte einen Leibwächter. Einen großen Kerl. Steinhart. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Du meinst mich? Sicher, ich bin etwas gewachsen, aber so hart fühle ich mich nicht. Nein, ich meine einen Golem. Ach so. Selbst ein Troll würde an einem Golem nicht vorbeikommen. Und das Beste, Golems sind absolut loyal. Sie können gar nicht anders, als den Befehlen ihres Meisters zu gehorchen. Und wenn ich ihm befehle, den Erzmagier mit seinem Leben zu verteidigen? Dann wird er genau das tun und niemand wird an ihm vorbeikommen. Das klingt fantastisch. Oh. Bekommst du das hin, einen Golem zu bauen und zum Leben zu erwecken? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann kann er erst die doofen Aufgaben vom Direktor erledigen und anschließend den Erzmagier bewachen. Der Direktor und die Ratsvorsitzende haben sich mit dem falschen Gnom angelegt. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich baue einen Golem-Leibwächter für den Erzmagier und schaue mich im Büro des Direktors um. Genau. Und sobald du etwas Ungewöhnliches entdeckst, sagst du mir Bescheid. Keine Heldentaten, Wilbur Wetterquarz. Ich pass schon auf. Ich gehe zurück in den Untergrund. Ich will herausfinden, was es mit dieser dunklen Magie auf sich hat, die der Erzmagier seit einigen Tagen spürt. Viel Erfolg! Du und deine Herren, ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Ihr habt vielleicht große und mächtige Freunde, aber der Erzmagier hat kleine und clevere. Ja, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, was diesen Golem angeht. Ich glaube, der wird nachher auf den Erzmagier losgehen. Und ja, es ist ein ganz schlechtes Gefühl. Sie reden heute alle ein bisschen arg viel. Aber... Remy hat sein Glas stehen lassen. Da ist eine Markierung drauf. 2 Zentiliter steht daneben. Für die meisten Leute ist das nur ein kleiner Schluck. Aber für eine Ratte ist das schon eine ordentliche Menge Alkohol, schätze ich. Ah, können wir mitnehmen. Hier noch eine... Da hat irgendjemand seine Jacke vergessen. Oder der Besitzer hat sie hängen lassen, während er oben ein Nickerchen macht. Das wäre gewagt. Die Kriminalitätsrate in der Stadt ist auf einem Allzeithoch. Ja, weil du auch alles mitnimmst. Da hat irgendjemand sein... Das wäre gewagt. Okay. Was haben wir noch hier alles in dem Raum? Ich hoffe, dass ich heute Abend in meinem eigenen Bett schlafen kann. Ein Bett hier im Gasthaus dürfte meine finanziellen Mittel übersteigen. Ja, mit 3 Äpfel im Monat wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig werden. Wow, ein 2-köpfiger Oger. Von denen habe ich gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen von denen mal im wahren Leben sehen oder riechen würde. Oh, wir können mit ihnen im Innen reden. Guten Tag. Kleines Männlein. Aber Grump, das ist ein Gast. Willkommen, edler Herr. Wie können wir Ihnen behilflich sein? Oh nein, das ist wirklich hier wieder, ja. Du bist ein 2-köpfiger Oger, nicht wahr? Nun, ich bin ein Oger. Und ich auch. Also seid ihr 2 Oger? Mein Name ist Sloth, Magier, Philosoph, Gelehrter. Schwätzer du bist. Das da ist Grump, mein Bruder. Er ist... Schläger sein! Ich Sachen kaputt kloppen! Ich erinnere mich gerade so zurück an diese alte WoW-Zeit. Oh mein Gott, das ist ja echt schon ewig her. Wann war das? 2006? Irgendwie sowas rum. Oh je. Und gehört euch das Gasthaus? Ich habe es gekauft. Grump ist nur mein Angestellter. Grump auch gekauft? Ja, aber dann hast du deine Hälfte beim Poker verspielt. Jetzt gehört alles mir. Grump geben seine Hälfte nicht her. Grump verkloppen Sloth, wenn er versuchen wegzunehmen. Wenn du mich anfasst, lasse ich dich ins Gefängnis werfen.
Ich habe gehört, dass ihr euren Alkohol bei Jorge bestellt. Uns bleibt kaum etwas anderes übrig. Er ist der einzige Händler, der uns Alkohol verkauft. Teuer! Da hast du recht. Die Preise sind unverschämt hoch. Warum ist Jorge der einzige Händler? Seefels ist eine große Stadt und es gibt viele Händler. Warum verkauft nur Jorge Alkohol? Seitdem die Stadt von Flüchtlingen geradezu belagert ist, gibt es für Bauern und Händler aus der Umgebung mit ihren Ochsenkarren kein Durchkommen mehr. Verstehe. Und Jorge wird per Luftfracht versorgt. Aber trotzdem, es gibt doch mehr als einen Händler in der Oberstadt. Natürlich. Jorge handelt mit Alkohol, ein anderer handelt mit Lampenöl, der nächste mit Mana-Tränken. So kommen sie sich nicht gegenseitig in die Quere und jeder kann die Preise nehmen, die er für richtig hält. Ich alle kaputt kloppen! Richtige Einstellung. Wir sind darüber verstimmt. Wenn jeder da sein eigenes Monopol hat, Produktabsprachen. Oh. Habt ihr vielleicht Interesse an einem Fass Branntwein? Ich bin mir sicher, dass Jorge noch heute liefern würde. Nein, danke. Wir haben noch etwas. Und seit die Barrikade errichtet wurde, kommen deutlich weniger Gäste als sonst. Aber ich brauche das Losungswort. Jorges Losungswort für seine Krangaunerei? Wärst du ein vertrauenswürdiger Kunde von ihm, würdest du es kennen. Ich könnte euch helfen, Jorge eins auszuwischen. Wie wäre es, wenn wir Jorge für seine Wucherpreise eins auswischen würden? Was schwebt dir vor? Kaputtkloppen? Sagen wir so, ich könnte Jorge den strengen Arm des Gesetzes auf den Hals hetzen. Schildträger? Dosenmännchen. Also ich weiß nicht. Die Sache ist trollsicher und alles ist vorbereitet. Ich brauche nur Jorges Losungswort und zack, wir haben ihn bei den Hammelbeinen. Und die Sache kann nicht zu uns zurückverfolgt werden? Ich habe keine Lust, zukünftig noch höhere Preise für unseren Alkohol zu zahlen. Es ist eine geheime Geheimoperation, versteckt in einem Geheimnis. Versteckt in Geheimnis? Verdient hätte er es. Ach, was soll's. Die Losung lautet, Gold macht nicht glücklich. Was ist tatsächlich? Hier, ein Sack Silberlinge für den Branntwein. Das ist es mir wert, wenn Jorge und dem ganzen Händlerpack dafür das Geschäft verhagelt wird. Danke. Ah, okay, haben wir dann doch noch was hinbekommen. Kaputtkloppen. Okay, wir haben das Losungswort. Obwohl Gold macht nicht glücklich, also so ein Losungswort für einen Händler. Das dürft ihr bei der Wahl eine oder zwei Stimmen abgeben? Man sollte meinen, da wir zwei Stimmen haben, sollten wir auch zwei Stimmen abgeben dürfen, nicht wahr? Der Stadtrat sah das leider anders. Und wen wollt ihr jetzt wählen? Erzmagier Alistair natürlich. Ratschor, Frau van Buren. Kleine Frau, sagt, wie's ist. Grump mag es gerne unkompliziert. Steuern runter, mehr Arbeit für alle, Seefels Nummer 1. Aber du glaubst nicht daran. Mir wäre es auch lieber, wenn Probleme schneller gelöst würden. Aber Van Buren bedeutet Stillstand oder Rückschritt. Beides hat noch nie geholfen. Na. Die Jacke da über dem Stuhl scheint jemand vergessen zu haben. Oh, sie gehört einem jungen Gast. Er, nun ja, geriet in einen Streit mit Herrn Schildträger von der Stadtwache und wurde inhaftiert. Lass mich raten, auch wegen... Raudi! Gleich wegsperren! Was ist passiert? Er trank gemächlich sein Bier. Schildträger trat ein, erkannte in ihm einen der Protestler und forderte ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der junge Mann weigerte sich, meinte, er hätte nichts verbrochen und würde sich nicht einfach durchsuchen lassen. Dann Peng, Knüppel und eingesperrt. Und die Jacke? Hängt seitdem dort. Wir behalten sie als Pfand, bis er sein Bier bezahlt hat. Dann macht's gut, ihr zwei beiden, einen. Auf Wiedersehen. Ciao. Also, ja, ich mag die Ogre. Die sind irgendwie kaputtkloppen.
Ah, und jetzt können wir dem Magierkopf oder dem Schlägerkopf können wir jetzt reden. Sollen wir noch zum Bloch? Wir haben ja eigentlich jetzt das Losungswort. Ah, ich habe keine Lust mehr mit dem Bloch zum Reden. Deswegen wischen wir jetzt dem blöden Jorge was eins aus. So. Na komm. Hui. Das ist ja der fürchterliche Junge aus dem Unterricht. Ganz schön spät für so einen kleinen Kerl. Jungen Kerl. Reden wir mit ihm. Mal sehen, ob er auch so... Heda! Wow! Sie sind Wilbur Wetterquarz! Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Bist wohl beleidigt, weil ich heute Morgen in der Schule bewiesen habe, dass ich mehr von Magie verstehe, als du gedacht hast. Was? Ich... Wovon sprechen Sie, Meister Wetterquarz? Noch ein Doppelgänger? Wie... Also es war nicht der Junge, der uns heute Morgen dann in der Schule genervt hat, sondern es war jemand anders. Sehe ich das richtig? Noch ein Doppelgänger? Irgendwas läuft da oben in der Magierschule ganz komisch. Du warst heute Morgen in der Schule ganz schön frech. In welcher Schule? Siehst du? Und schon wieder willst du mich auf den Arm nehmen. Aber Meister Wetterquarz, ich würde nie... Heute Morgen in der Zaubererschule hast du versucht, mich zu verunsichern und vor den anderen Schülern dumm dastehen zu lassen. Die Zaubererschule? In der Oberstadt? Da darf ich doch gar nicht hin. Ich bin nicht in Seefels geboren und bestimmt nicht wichtig genug, um einfach so in die Oberstadt gelassen zu werden. Du willst mir weismachen, dass du heute Morgen nicht bei mir im Unterricht warst? In Ihrem Unterricht? Um Zauberer zu werden? Das wäre so cool! Der ist... Ich glaube, wir werden es in Zukunft irgendwie noch schaffen, dass wir ihn irgendwie... Ja, in die Zauberschule noch bringen. Also zumindest mal wäre es eine schöne Aufgabe. Das nehme ich mir einfach mal vor, obwohl ich natürlich die Geschichte irgendwie nicht beeinflussen kann. Ich glaube immer noch, dass du mich auf den Arm nehmen willst. Oder hast du einen Zwilling? Nicht, dass ich wüsste, Herr Wetterquarz. Vielleicht hat jemand meine Gedanken kontrolliert, ohne dass ich es bemerkt habe. Jetzt bin ich mir sicher, dass du mich veralbern willst. Nein, könnte doch sein. Nicht alle Hexenmeister, Nekromanten und Anwälte der Schattenarmee wurden gefasst, oder? Du scheinst für einen wichtigen Kampf zu trainieren. Nee. Ich spiele ihren Kampf nach. Wie sie und Captain Bonnet und Prinzessin Ivo die Erzhexe Mordroge auf dem Schwarzen Turm besiegt haben. Tatsächlich? Es muss der tollste Kampf aller Zeiten gewesen sein. Die einsamen Helden, umgeben von Monstern, stellen sich der Anführerin der Schattenarmee und ihrem Sohn Munkus. Piu! Wasch! Krach! Naja... Ganz so dramatisch war es vielleicht nicht. Ein jahrzehntelanger Krieg, das Artefakt des Schicksals. Und plötzlich ist Frieden. Wenn das nicht dramatisch ist. Weißt du, was das Artefakt des Schicksals ist? Es kann jeden Wunsch erfüllen. Sie haben sich bestimmt gewünscht, dass das Böse besiegt wird, oder Meister Wetterquarz? Wir haben es nie eingesetzt. Der Erzmagier warnte uns, dass die Macht des Artefaktes zu groß sei. Aber wenn man sich alles wünschen kann, dann kann man sich doch einfach gute Dinge wünschen. Erzmagier Alistair glaubt nicht, dass die Welt so funktioniert. Und ich vertraue ihm. Wenn Sie das glauben, dann glaube ich das auch. Na, er ist nicht. Er ist komplett das Gegenteil von dem Junge von heute Morgen. Und... Ja. Es ist schon spät. Ist es nicht langsam Zeit, nach Hause zu gehen? Ich warte, bis im Gasthaus keine Gäste mehr sind. Manchmal geben Sloth und Grump mir ein Zimmer, wenn es niemand mietet. Du hast gar kein richtiges Zuhause? Ich habe gleich mehrere. Manchmal schlafe ich unten in der Zeltstadt.
Und manchmal lässt mich die Witwe Bolter auf der Bank vor ihrem Kamin schlafen. Aber wenn ich im Gasthaus in einem richtigen Bett schlafen kann, dann nehme ich natürlich das. No. Wir müssen ihn in die Schule bringen, eindeutig. Er muss in die Schule, er muss Schüler werden. Also... Ich habe ein kleines Zimmer in der Schule. Wenn du im Gasthaus kein Bett findest, kannst du gerne bei mir schlafen. Mein Hasenschaf wird sein Bett heute wohl nicht so verteidigen können wie sonst. Und ich schlafe auf dem Boden. Das wäre ja... Wow! Aber die Schule liegt in der Oberstadt. Da darf ich nicht hin. Ach, diese alberne Regel. Vielleicht gewinnst du ja in der Lotterie. Na. Was für eine Lotterie? Es soll morgen eine Lotterie geben. Der Gewinner darf in der Oberstadt leben. Das wäre ja fantastisch. Vielleicht hast du Glück. Jeder hat die gleiche Chance. Das klappt bestimmt. Und wenn nicht heute, dann vielleicht beim nächsten Mal. War schön, dich wiederzusehen oder zum ersten Mal getroffen zu haben. Ich hätte es bestimmt nicht vergessen, wenn ich sie schon einmal getroffen hätte, Meister Wetterquarz. Entweder der Junge macht sich über mich lustig, oder das ist ein weiterer Punkt für unsere Liste seltsamer Vorgänge. Wir haben irgendeinen Formwandler oder irgendwie sowas ganz Komisches in der Stadt. Es ist wirklich komisch. Okay, wir können ans Tor klopfen. Also, wie sieht's aus? Die Sache ist nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Dann solltest du dich anstrengen. Du hast doch keine Lust, die Nacht in der Unterstadt zu verbringen. Oh, aber... Sobald das markierte Fass in der Unterstadt aufgetaucht ist, habe ich Jorge am Wickel und lass dich wieder rein. Vorher nicht. Ach, dieser Schildträger, das gibt's doch nicht. Aber wir haben hier das Losungswort hier. Gold macht nicht glücklich. Psst! Jorge! Und, Petey? Wie lautet die Losung? Gold macht nicht glücklich. Solange es im Beutel der anderen klimpert. Ganz recht. Also, ein Fass Branntwein wolltest du haben? Genau. Macht einen kleinen Sack Silberlinge. Einmal nach oben. Ein Fass Branntwein. Kommt sofort. Das ist es. Das ist das Fass mit der Markierung. Was hast du gesagt? Ach, nichts weiter. Danke für die Lieferung. Solange du zahlst, liefere ich. Mach's gut. Jorge hat auf das Fass keine Steuern bezahlt. Dabei werden von den Steuern Straßen gebaut, die Alten und Kranken gepflegt und meine Äpfel bezahlt. Das wird Herrn Schildträger sehr interessieren. Okay, dann können wir jetzt wieder in die Oberstadt gehen, oder? Und? Jorge hat das markierte Fass geliefert. Und hat mich damit hintergangen. Na warte, ich bekomme das Bestechungsgeld, das mir zusteht. Hey! Hallo? Was ist mit meiner Ausnahmegenehmigung? Hey, Herr Schildträger! Wir hatten doch eine Abmachung. Nein. Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorge über seine Bestechung und ich sitze hier unten fest. Okay, damit sind wir wohl offenbar hier gefangen. Aber es macht nichts. Wir können ja mal schauen, wie wir morgen hier rauskommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, wir stecken jetzt leider hier in den Slums fest. Aber ja... Ob wir rauskommen, wie wir rauskommen und vor allem, was ist jetzt hier mit dem kleinen, wie heißt er, Timmy, Junge, keine Ahnung, auf sich hat und ob wir ihm irgendwie helfen können bei der Lotterie zum Gewinnen, das sehen wir dann morgen in einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.